Wir leben in einer Welt voller unterschiedlicher Ansichten und Meinungen. Eine reichhaltige Meinungskultur ist Voraussetzung für ein lebhaftes Miteinander. Dabei gehen die Standpunkte schon mal weit auseinander. Doch gerade das macht eine Diskussion aus. Hier bei Meinungsbilder bieten wir den verschiedenen Perspektiven ein Forum. Und dabei suchen wir Lösungen und Wege für ein neues Zusammenleben. Liebe Zuschauer, die Finanzkrise ist nicht ausgestanden. Sie ist im dritten Jahr mit immer aussichtsloseren Entwicklungen wie den ESM-Vertrag und die vielen Rettungsschirme, die den Optimismus verdrängen. Hat die politische und ökonomische Elite auf ganzer Ebene versagt? Und gibt es einen Weg aus dieser allumfassenden Krise? Ich begrüße die bekannten Mitglieder der Wissensmanufaktur, Herrn Andreas Popp und Rico Albrecht, von das Institut für Wirtschaftsforschung und Gesellschaftspolitik. Erstmal herzlich willkommen. Rico, ihr benennt das aktuelle System Plan A. Misstraut ihr dem denn so sehr, dass ihr einen Plan B kreiert habt, auf den ich dann später zurückkommen möchte? Und warum geht ihr davon aus, dass der Plan A kapitulieren muss? Unserem Plan A, der momentan gerade läuft, der hat gewisse mathematische Prinzipien, dem er einfach folgt. Also, und da ist halt unter anderem ein exponentieller Effekt eingebaut, der durch das Zinseszinssystem bedingt ist und der im Laufe der Zeit immer mehr solche Symptome zum Vorschein bringt, wie zum Beispiel jetzt aktuell den ESM. Und das kann man hochrechnen, das ist ganz nüchtern, dass das nicht auf Dauer funktionieren kann. Und man braucht da einfach Lösungen für den Zeitpunkt, wo es hier mit dem System einfach nicht mehr weitergeht. Was macht euch denn so sicher, dass das aktuelle System nicht funktionieren wird? Nur nie funktioniert hat wahrscheinlich, langfristig betrachtet und wahrscheinlich kurzfristig gegen die Wand knallen wird. Also wir können es eigentlich ganz deutlich sehen. Wir sprechen von einer Wirtschaftswissenschaft. Aber letztendlich lässt sich das Ganze auf zwei Vokabeln runter reduzieren, quasi eindampfen. Die eine Vokabel heißt, wir brauchen Wachstum und die andere heißt, wir müssen sparen. Sparen ist auch noch falsch angewandt. Man meint damit natürlich auch noch kürzen. Und wir haben eine Situation, dass wir permanent mit denselben Mitteln versuchen, die Systeme wieder ins Lot zu bringen. Deshalb sprechen wir auch nicht davon, dass wir eine Krise haben, sondern ein Dilemma. Alles, was wir prognostizieren, läuft auf eine, ich nenne es mal wirklich Katastrophe raus, wenn man das aus der Sicht des Systems interpretieren will. Und dieses Dilemma ist eine wesentlich bessere Vokabel als eine Krise. Eine Krise bedeutet, dass etwas ins Ungleichgewicht gebracht wird und dann versucht man es mit altbewährten Mitteln wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Das sollten wir eigentlich gar nicht hoffen. Einstein hat schon irgendwann mal gesagt, es macht keinen Sinn, 100-mal denselben Versuch zu machen, um dann immer wieder zu hoffen, dass endlich ein anderes Ergebnis dabei rauskommt. Und das ist deutlich bewiesen, dass es nicht funktioniert. Andreas, du beschäftigst dich ja schon seit den 80ern mit dem Thema. Wann war der erste Punkt für dich, dass du gesagt hast, oh Mann, hier läuft was ganz, ganz schief? Das war schon als kleiner Junge, aber da ging es noch um die Geschichte, als meine Großmutter sehr viele Dinge aus ihrem Leben erzählte und ich mich dafür interessierte und ich feststellte, dass es sehr stark abwich von dem, was wir in der Schule gelernt haben und ich dann grundsätzlich die Dinge hinterfragt habe und erst dann später in die Thematik der Wirtschaft hineingekommen bin. Ich habe mich einfach des Öfteren nach Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit gefragt und ich habe mich gefragt, was macht es für einen Sinn, zum Beispiel permanent Dinge zu produzieren. Der Unterschied zwischen effektiv und effizient. Effizient heißt ja, wir haben eine Wirtschaftssituation, wir haben Ressourcen, das sind also unsere Rohstoffe vereinfacht und die produzieren wir dann zu irgendwelchen Gütern und dann wird das Müll. Das heißt, wir haben also einen linearen Prozess, Rohstoff, Müll, Rohstoff, Müll, Rohstoff, Müll. Und jetzt kommt einer und sagt, wir müssen versuchen, effizienter zu werden, das heißt weniger Rohstoffe einsetzen, dann kommt weniger Müll raus. Das nennt man effizient. Wenn ich mir einen Bienenstamm ansehe,
Den nenne ich effektiv. Ein Bienenstamm funktioniert in einem kompletten geschlossenen System mit arbeitsteiliger Wirtschaft. Es gibt ja unterschiedliche Funktionen, die die einzelnen Bienen dort ausführen. Das Einzige, was sie nicht kennen, ist Müll. Das heißt, hier handelt es sich um ein geschlossenes System. Hier handelt es sich um etwas Effektives gegenüber etwas Effizientem. Und was wir in der Wirtschaft lernen, ist ja vor allem eines. Wir lernen die sogenannte Gewinnmaximierung und hinterfragen gar nicht mehr die Versorgungsökonomie an sich, sondern diskutieren eigentlich nur noch über eine Handels- und Profitökonomie. Wir sehen das ja in den momentanen Diskussionen. Und da sind wir wieder bei den Vokabeln Wachstum und Sparen. Und das muss überdacht werden grundsätzlich. Heißt das dann, dass zum Beispiel der ESM-Vertrag oder die ganzen Rettungsschirme eigentlich nur noch Symptome sind von dem System? Ja, in dem System, wo wir ja ewiges Wachstum brauchen, das ist ja da fest vorgeschrieben. Man wundert sich ja eigentlich, wenn man so, auch als Kind bin ich schon auf solche Fragen gekommen. Warum brauchen wir immer mehr Wachstum? Warum geht es uns nicht gleich gut wie im letzten Jahr, wenn wir jetzt nicht wachsen, sondern einfach genau auf der Basis einfach weitermachen? Ja, es geht uns ja schlechter, wenn dieses Wachstum ausbleibt. Und da kommt man dann auf diese Funktionen des Finanzsystems und das heißt natürlich auf Basis des Zinseszinseffekts wachsen Vermögen immer schneller, aber auf der anderen Seite auch die Schulden immer schneller. Und dafür muss die Wirtschaft entsprechend auch immer weiter wachsen, um da irgendwie mithalten zu können. Wenn es dann hier aus ganz realen Gründen, weil unsere Erde einfach ein begrenzter Ort ist, wenn es dann da mal klemmt und die Wirtschaft nicht mehr auf dieselbe schnelle Weise mitwachsen kann, wie das Finanzsystem, wie im Finanzsystem die Schulden und Guthaben immer weiter auseinanderwachsen, dann kommen solche sogenannten Krisen. Dann heißt es, jetzt braucht man wieder irgendjemanden, der weitere Schulden macht, dass die Schulden sich noch weiter ausweiten können. Und dann kommt so ein Symptom, wie zum Beispiel der ESM, um hier noch eine gewisse Verlängerung dem ganzen System zu bieten, damit es noch eine Weile weiterläuft. Und man wird sehen, wie lange das noch gehen kann. Aber auch da wird es früher oder später ein Ende finden. Spätestens dann, wenn unsere Ressourcen und unsere Möglichkeiten nicht mehr reichen, um immer noch weiteres Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Habt ihr hier schon so irgendwelche Prognosen? Denn ich meine, mal ganz ehrlich, Andreas, du hast schon Prognosen gestellt seit den 80ern. Du hast Bücher veröffentlicht, da hat man noch gar nicht gewusst, von was du sprichst, was sich ja alles realisiert hat. Also umso wichtiger, wo siehst du die Wirtschaft hinwachsen oder gegenknallen? Wann und wohin? Also jeder vernünftige Menschenverstand sagt einem natürlich, dass unendliches Wachstum gar nicht möglich ist. Zumindest nicht in irgendeiner physischen Form, sondern maximal in einer mathematischen Form. Diese mathematische Form zieht aber eine physische Form immer mit sich. Das heißt, das läuft dann darauf hin auf Ressourcenvergeudung und vor allem auf einen Punkt, das ist die nutzlose Arbeit. Wir müssen unterscheiden zwischen sinnvoller und sinnloser Arbeit. Und die sinnlose Arbeit hat die sinnvolle Arbeit ja völlig verdrängt. Das ist ja das Problem. Nur um Wachstum letztendlich zu generieren. Was ich im Jahre 2003 geschrieben habe in meinem Buch Brot und Spiele über die kommende Finanz- und Wirtschaftskrise, das war kein Kaffeesatzlesen, das war auch keine große, gewaltige, geistige Leistung, sondern das war schlicht und ergreifend eine Hochrechnung, eine Prognose, die man mathematisch hochrechnen kann. Wenn man ein System halbwegs verstanden hat, dann weiß man, dass exponentielles Wachstum in physischer Form gar nicht umsetzbar ist und irgendwann kollabieren muss. Wenn das jetzt so ein bisschen arrogant klingt, weil es diffamiert letztendlich natürlich alle sogenannten Wirtschaftswissenschaftler, die das nicht vorhergesehen haben wollen. Das liegt nicht daran, dass ich hier eine Dummheit unterstelle, sondern schlicht und ergreifend eine Uniformierung. Es sind ja keine Universitäten, sondern Uniformitäten. Und die Uniformitäten lehren den Menschen natürlich, systembedingt eingedampft zu werden auf eine Bandbreite der Gedankenmöglichkeiten. Und dann wird auf dieser Bandbreite in sich schlüssig argumentiert, aber das Ganze auf der Basis von Glauben und auch auf Aberglauben. Und ich versuche eben halt, mich von diesen Dingen frei zu machen und versuche einfach als Freidenker die Dinge mit einem weiten Winkel zu betrachten. Das war keine große Meisterleistung. Die Meisterleistung, die ich für mich selbst in Anspruch nehme, ist, zu widerstehen
dem System hinterherzulaufen, wie es viele dann offensichtlich machen, aber auch aus der Angst heraus, seinen Job und seine Zukunft eben halt zu verlieren. Denn man ist Außenseiter, man verliert natürlich auch Freunde oder sogar Reputation, indem man ganz bewusst Viren einsetzt, die man zur Diskriminierung von Menschen, die man bei mir ja auch vom Links- bis zum Rechtsextremisten, das ist ja alles da. Momentan werde ich als Linker gehandelt, momentan in vielen Gruppen. Also das ist dann einfach so, dass einem dann nichts mehr anderes einfällt. Da liegt eigentlich die Kunst, sich loszulösen von den Vorgaben, die wir haben. Und wir sind diesen Thinktanks unterworfen. Unser Bildungssystem ist katastrophal. Das weiß jeder, der im Bildungssystem arbeitet, weil das große Potenzial, was wir als neugeborene Menschen in uns haben, wird komplett runtergefahren. Wir nennen das Bildung. Das ist eine Blockade, die man uns einbaut in unserem Leben, damit wir uns auf gar keinen Fall zu einem richtigen Homo sapiens entwickeln können. Und das ist ja das Ziel und das gelingt ja offensichtlich ganz gut. Das ist alles. Ihr nennt, das habe ich bei euch gelesen, die Finanz- und Wirtschaftskrise auch Schulden- und Reichtumsdilemma. Mhm. Frage ist, wer zieht daraus Profit und wer zahlt am Ende die Zeche für dieses Dilemma? Also als erstes muss man sich mal überlegen, wie kommt es eigentlich, dass alle Staaten auf der Erde so starke Schulden haben? Und uns ja immer wieder gesagt wird, also wir als Volk, ne, wir hätten über unsere Verhältnisse gelebt und dafür gesorgt, dass wir jetzt komplett verschuldet sind. Und dann muss man sich aber doch wundern, ne, wie kann das sein? Wir alle zusammen sind extrem verschuldet und hinterlassen auch unseren Nachkommen nur Schulden. Und da muss man natürlich das System einfach mal als Ganzes hinterfragen und sich fragen, wer hat denn dann die Forderungen, wenn alle Schulden haben, die ganze Welt? Und da sieht man, dass es dann letztendlich auf der anderen Seite die Vermögen gibt. Ne? Das beides wächst immer weiter auseinander. Und auf diese Weise entstehen natürlich auch immer mehr Spannungen. Das heißt, wer heute verschuldet ist, also zum Beispiel ein Staat, dessen Schulden wachsen ja immer weiter. Heute sprechen wir ja auch nicht davon, dass irgendwie mal Schulden zurückgezahlt werden, sondern heute wird es ja schon hingestellt, wenn mal die Neuverschuldung zurückgegangen ist. Ja, das wird dann als großer Erfolg hingestellt. Aber alle Staaten der Erde haben einen Schuldenverlauf, der exponentiell nach oben geht. Und auf der anderen Seite haben wir auch diese Vermögen, die exponentiell nach oben gehen. Und deshalb ist diese Verschuldungskrise auf der einen Seite natürlich das Spiegelbild der Reichtumskrise auf der anderen Seite. Der Reichtum, der muss ja immer weiter erhöht werden durch Zinsforderungen, die natürlich aus diesem Reichtum resultieren. Und die verschuldet sind, also unter anderem die Staaten und die Steuerzahler, die müssen dafür immer mehr einzahlen. Und dann diesen Transfer, das ist dann ein Transfer von fleißig nach reich, und dieser Transfereffekt, der wird im Laufe der Zeit immer größer, ja, bis irgendwann mal auch solche Maßnahmen dann wieder der Abschaffung der Rechtsstaatlichkeit notwendig werden, um diesen Kapitalstrom von fleißig nach reich, der ständig fließt, aufrechtzuerhalten und noch zu vergrößern. Das geht ja in der Geschichte immer weiter, immer größer wird dieser Kapitalstrom, bis es dann irgendwann nicht mehr geht. Nicht mehr mit rechtsstaatlichen Mitteln zumindest nicht mehr geht. Und dann muss man in dem Fall die Unterdrückungsapparate ausbauen und dafür sorgen, dass es auf der einen Seite unermesslichen Reichtum geben kann, während auf der anderen Seite immer mehr Armut erzeugt wird, wo dann wieder noch mehr gearbeitet werden muss. Und sowas spitzt sich immer weiter zu, also die Spannungen werden immer größer, bis irgendwann ein Ereignis eintritt, wo dann das Volk nicht mehr mitmacht. Und dann entstehen immer Konfliktsituationen, die man allerdings auch vermeiden kann, indem man mal von diesem Gesamtsystem Abstand nimmt und versucht, sich über echte Alternativen Gedanken zu machen. Aber wer genau ist der Profiteur der ganzen Geschichte? Die Frage wird sehr gern gehandelt, auch in bestimmten Gruppierungen, die sich gerne mit Hintergründen auch im Bereich der Verschwörungstheorie wiederfinden. Das ist eigentlich gar nicht unsere entscheidende Frage. Ich glaube, es gibt offensichtlich ein System und da gibt es offensichtlich Initiatoren, aber es gibt vor allem auch eine gewisse Eigendynamik, die angelegt wurde. Die Problematik des tatsächlichen Ermittelns, das ist so ein bisschen die Frage nach Schuldfrage, die ist für mich manchmal zu weit hergeholt. Ich denke mal, wenn ich mich in Krisengebieten befinde, wie zum Beispiel in Gebieten wie in Bombay oder ehemals Bombay, das heißt Mumbai, und ich sehe dort, wo Reichtum und Armutsviertel sehr dicht beieinander liegen, da wird es sehr deutlich. In den Armutsvierteln, in denen man sich bewegt, stellt man fest, es ist so viel Elend, dass man dort niemals leben möchte.
Wenn man aber dann in die reichen Viertel geht, stellt man fest, dort möchte man eigentlich auch nicht leben, weil die alle hinter verschlossenen Mauern leben müssen, weil sie Angst vor Entführungen und sonstigem haben. Das heißt, aus ganz gesunden, rationalen und auch egoistischen Anstrengungen heraus sollten wir feststellen, jeder sollte ein Interesse daran haben, wie dass wir möglichst einen gleichmäßig verteilten Wohlstand haben. Was natürlich nicht wieder gleich mit Sozialismus oder sonstigen Vokabeln, die sich dann leider Gottes immer wieder auftun durch diese massiven Viren, die man gestreut hat in unserem Geist. Es sind ja regelrechte Epidemien, die in unserem Geist stattfinden, die man ja ganz bewusst auch einsetzt. Nein, es geht ganz einfach darum, dass natürlich der Fleißige besser partizipieren soll als der, in Klammern, Faule. Aber es gibt eben halt die Situation, dass leistungslos Reichtum entsteht. Wir haben als typisches Beispiel, was es deutlich macht, immer wieder: Sie werden geboren als Sohn eines Milliardärs oder als Tochter und haben ihre Zinserträge. Dann sind diese Zinserträge ungefähr 50 Einfamilienhäuser in einem Jahr. Das heißt, mit dem 10. Lebensjahr hat dieser junge Mensch bereits schon 500 Häuser mehr als am Tag seiner Geburt. Und die sind ja leistungslos entstanden. Das heißt, ein bedingungsloses Spitzeneinkommen ist das Ganze. Und irgendeiner muss ja die Häuser bauen. Wenn wir erstmal bei den Häusern mal so bleiben, um es mal als Beispiel zu manifestieren. Da müssen also jeden Morgen Arbeiter aufstehen und diese 500 Häuser bauen. Und sie dürfen aber diese Häuser, die sie selbst bauen, mit ihrer Muskelkraft, mit ihren Kalorien, mit ihrem Einsatz nicht bewohnen, sondern müssen sie ja abliefern an denjenigen, der sie leistungslos bekommt. Das weiß sowohl der Kleine nicht, der das tut, der das Geld bekommt, als auch diejenigen, die das Ding bauen, diese Häuser bauen müssen, wie die Zusammenhänge sind. Wir empfinden das alle ganz normal, weil die grundsätzlichen Fragen einfach nicht mehr gestellt werden. Und wenn wir diese Grundfragen wieder stellen, dann wird es relativ schnell deutlich, dass es auf gar keinen Fall ein Angriff gegen die Reichen. Wir treten ja auch hier schon bewusst nicht so auf. Das ist ja auch eins unserer Aussagen, dass wir versuchen, irgendwelche Böse und Gute einzuteilen. Das ist mir alles zu kurz gesprungen. Sondern wir haben hier eine Systematik und die führt zu einem Umverteilungsprozess, die letztendlich alle zumindest in die emotionale Notlage führen. Die Reichen können sich bloß ihren Psychiater leisten. Aber sie haben alle ihre Verelendungsangst. Ob sie Millionär sind, Milliardär sind oder sie haben gar nichts. Alle haben Angst, etwas zu verlieren. Und das ist einer der wesentlichen Punkte. Das könnte man ja ausschalten. Wenn wir gleich auf euren Plan B eingehen werden, dann stellt sich mir die Frage, ob unsere Politiker und Ökonomen komplett versagen oder so borniert sind, dass sie aus ihrer Starre nicht raus können. Denn es gibt ja für das Ganze Lösungsansätze. Warum gehen die nicht an? Die Situation ist, wie ich vorhin schon sagte, die Uniformitäten geben uns natürlich ganz klare Denkbandbreiten vor. Und in diesen Denkbandbreiten wird auf irgendein Dogma eine Wissenschaft aufgebaut, eine sogenannte Wissenschaft. Und die ist in sich auch schlüssig. Die ist ja nicht falsch. Die Menschen sind ja nicht dumm. Die große Problematik liegt darin, im Prinzip diese Denkmechanismen wieder, diese Vorgaben zu verlassen und außerhalb dieser Bandbreite zu denken. Und ich glaube, dass immer mehr danach fragen. Also ich kenne sehr, sehr viele auch Mainstream-Wissenschaftler, die hinter geschlossenen Türen uns nicht nur zustimmen, sondern sich überlegen, wie lässt sich das denn machen, international. Also ich sehe das, wo wir überall nachgefragt werden und wo wir überall diskutiert werden. Und das sind nicht irgendwelche Hinterhöfe, sondern das sind schon große Universitäten. Wenn Sie aber als Wissenschaftler arbeiten und Sie haben eine Familie zu ernähren, dann sind Sie natürlich logischerweise darauf angewiesen, Ihre persönlichen Ressourcen bei der Macht zu erbetteln. Und da haben Sie natürlich dann auch Vorgaben zu erfüllen. Und aus diesem Grunde wage ich zu behaupten, zu sagen, wir haben keine ergebnisoffene Wissenschaft mehr, sondern eine Auftragswissenschaft. Ich kriege also den Auftrag als Wissenschaftler, pass auf, das ist dein Auftragsgebiet, das muss das Ergebnis sein und deine wissenschaftliche Aufgabe besteht darin, den Weg dahin zu finden, um dieses Ergebnis zu bekommen. Das sehen wir ganz deutlich, denn sonst hätten wir natürlich letztendlich schon längst diese Grundfragen gestellt, die wir ja im Hintergrund noch diskutieren müssen, weil sie natürlich von den Medien, die ja auch abhängig sind von dem System, gar nicht verbreiten dürfen. Natürlich nicht. Also spielt da der Monopolismus auch eine ganz große Rolle in dem Ganzen. Ich habe zum Beispiel auf MMN News gelesen, dass sich die Banken und Konzerne auf einen Euro-Herbststurm vorbereiten. Sogar die FAZ schreibt, Banken rüsten sich für den Tag X. Und in der Online-Ausgabe ist folgender Satz zu lesen, die heimlichen Pläne für den Euro-Crash.
Wie dürfen wir uns den Tag X vorstellen und was kommt auf uns zu, wenn wir hier nicht irgendeine Kehrtwende sofort einleiten? Also mit solchen Terminangaben, dass da irgendwann im Herbst ein Sturm losbricht, ich glaube, sowas hört man oft. Sowas hört man schon seit Jahren, dass immer irgendwelche Termine genannt werden und dann passiert immer doch irgendwas anderes noch kurz vorher. Vergiss den Termin. Ja. Was erwartet uns, wenn das Ding gegen die Wand fährt? Was erwartet mich als kleinen Bürger da, der Tag X? Wie darf ich mir den vorstellen? Okay, also wenn unser Eurosystem scheitert, dann müssen wir natürlich wissen, dass es halt unsere Altersversorgung betrifft. Ja, unsere, zum Beispiel, wenn Sie eine Lebensversicherung haben, die sind dann halt natürlich, das ist das Gegenteil der Verschuldung, um die es gerade geht. Wenn jetzt heute gesagt wird, zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland hat 2 Billionen Euro Schulden, dann stecken da drin auch Forderungen jedes einzelnen kleinen Besitzers einer Lebensversicherung beispielsweise, weil die ja in solche Papiere investieren. Und da wird es dann irgendwann, es kommt darauf an natürlich, wie man das gestaltet, dann einen entsprechenden Schnitt geben. Das heißt, die sind alle betroffen. Wenn man es einfach mit den herkömmlichen Mitteln versucht zu lösen. Das heißt, und das herkömmliche Mittel ist ja dann der Staatsbankrott, der dann irgendwann mal auf dem Plan steht, der ja dann spätestens kommen muss, wenn es nicht mehr geht, sich noch weiter zu überschulden. Wir sehen es ja an allen Staaten der Erde, dass der Anteil der Staatsverschuldung am Bruttoinlandsprodukt immer stärker zunimmt. Also das sind ja nicht nur absolute Zahlen, also nicht nur die, da könnte man ja mit Inflation argumentieren und könnte sagen, okay, die Staatsverschuldung steigt exponentiell, das liegt an der Inflation. Das stimmt nicht, die Staatsverschuldung steigt auch relativ zur Wirtschaftsleistung immer stärker an. Und das heißt, dieser Tag muss natürlich irgendwann kommen, das kann noch verlängert werden, also weil es ja gerade um solche Prognosen ging, ja, der Tag muss kommen. Und dann steht natürlich der kleine Sparer auch schlecht da, wenn er jetzt zum Beispiel eine Lebensversicherung hat, sein Vermögen in Euro angelegt hat und so weiter. Also man muss sich jetzt mal darüber Gedanken machen, wie kann so ein Crash oder mit dem ja dann auch eine Staatsentschuldung verbunden ist, wie kann der sinnvoll ablaufen? Und da gibt es auch Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass man dann sagen muss, okay, jetzt wird Guthaben und Vermögen einfach vernichtet und auf Null gesetzt, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, sodass da jeder vernünftig rauskommt und sich die Lage wieder entspannt und man dann erstmal die Möglichkeit hat, sich wieder grundlegende Gedanken zu machen. Um dem gegenzusteuern, habt ihr ja einen Plan entwickelt, und zwar Plan B. Worin unterscheidet sich Plan A zu Plan B? Wie setzt sich dieser zusammen und was ist der Zielzustand? Okay, also der Plan A ist ja, alles noch weiter fortzusetzen, immer stärkere Spannungen zu erzeugen. Plan B ist hier erstmal an den tatsächlichen Ursachen anzusetzen, am Finanzsystem, und das grundlegend zu ändern. Heute ist es so zum Beispiel, die erste Million ist die schwerste. Das weiß ja jeder, ne? Die erste Million ist die schwerste. Warum ist das so? Natürlich, weil ich wenn ich weniger als eine Million habe, gehöre ich zu den Nettozinszahlern, weil ja sehr viele Zinsen in unseren Lebenshaltungskosten versteckt sind. Man spricht da von Größenordnungen von 40%. Und wenn ich so circa eine Million Eigenkapital habe, komme ich da langsam raus aus dieser Nettozinszahlerschiene. Dann werde ich zum Nettozinsempfänger. Und dann werde ich immer reicher. Also das ist quasi dann diese exponentielle Steigerung. Nachher, in unserem Plan B ist es genau andersrum. Da ist die erste Million die leichteste. Und danach wird es immer schwerer. Man kann es zwar schaffen, man kann es aus Leistung schaffen, mehrere Millionen Euro aufzuhäufen. Klar, wenn einer richtig fleißig ist, dann wird er auch reich. Allerdings eben nicht von alleine dann immer noch reicher und immer leichter immer reicher, sondern es wird immer schwerer. Wenn man 10 Millionen hat, wird es schwerer, auf die 100 Millionen zu kommen. Heute ist es genau umgekehrt. Und das wird, wie der Andreas schon gerade sagte, das wird dann eben dazu führen, dass wir einen etwas gleichmäßiger verteilteren Wohlstand kriegen. Also so ein Gesellschaftsausgleich. Ja. Genau. Und zwar nicht so wie im Sozialismus, dass jeder das Gleiche hat, sondern so, dass man leichter auf ein gewisses Niveau kommt. Und man kann aber auch reicher werden und viel mehr erreichen. Aber das wird dann mit zunehmendem Maße immer schwieriger. Und es geht dann nicht von alleine immer weiter. Also das System verselbstständigt sich nicht mehr für bestimmte Gruppen.
Könnt ihr kurz erklären, wie ich mir das vorstellen kann? Also wir haben momentan ein Finanzsystem, welches einen Großteil der Menschen schädigt. Und es geht jetzt natürlich darum, ein Finanzsystem zu schaffen, welches den Menschen dient, gemeinnütziger Art, indem, wie Rico Albrecht gerade schon sagte, natürlich der Fleiß auch belohnt wird und auch Reichtum möglich ist, aber im Rahmen immer mit Leistung in Verbindung steht, Reichtum. Man muss sich das so vorstellen, dass wir einem der Natur nachempfundenes Geldsystem entwickelt haben, welches nicht nur von uns ist, sondern es gibt ganz, ganz viele auch Geber an Informationen über die Jahrhunderte, die uns natürlich beliefern mit Informationen und Forschungsergebnissen, die bei uns mit einfließen. Das heißt, ein mit Umlaufimpuls gesichertes Geldsystem, welches vor allem das jetzige Schwundgeldsystem ablöst. Wir haben ein Schwundgeldsystem zurzeit, welches basiert auf Inflation. Es werden also Gelder produziert aus dem Nichts heraus und die Menschen haben keine kalkulierbare Größe mehr. Dieses Schwundgeldsystem muss abgeschafft werden und ersetzt durch ein kalkulierbares System, allerdings in Verbindung mit anderen Komponenten. Wenn man dieses fließende Geld, wie wir es nennen, als ersten Baustein isoliert betrachtet, genau wie die drei anderen weiteren Bausteine, die wir jetzt vielleicht nacheinander kurz abarbeiten, dann wird das natürlich einzeln gesehen nicht funktionieren. Es sind Komponenten. Wenn Sie einen Komponentenkleber haben, dann will man den zusammen machen und das klebt nur das Zeug, wenn man es zusammenkippt. Also wenn man die beiden Komponenten einzeln untersucht, taugen die beide nichts und die fallen beide durch jede Prüfung durch. Und genauso ist es hier auch, wenn man isoliert betrachtet, und das ist ja auch das, wo wir auch viel mit den Menschen, mit den vielen Freidenkern übereinstimmen, dass wir eine ganzheitliche Herangehensweise nehmen müssen, das Ganze zu betrachten. Dadurch kommt eine Unschärfenrelation natürlich. Es wird unschärfer, aber es wird dadurch tatsächlich auch effektiv und nicht mehr effizient im Rahmen eines Reagenzglases. Und das erste Thema ist eben halt das fließende Geld. Ich denke mal, dass du da noch ein paar Worte zu sagen magst. Zum fließenden Geld? Ja. Okay, also das fließende Geld hat einen Umlaufimpuls, wie Andreas Popp gerade sagte. Und das bewirkt eben genau das, was ich vorher gerade beschrieben hatte. Dass ich nicht immer reicher werde, je mehr Geld ich schon angehäuft habe, sondern dass ich, wenn ich nichts habe, kann ich sogar mehr sparen als heute. Aber ab einer gewissen Größenordnung wird das Erhöhen meines Geldvolumens immer schwieriger. Wir sehen es auch in einem Verbund mit anderen Komponenten. Also das fließende Geld allein einzuführen, würde zum Beispiel nicht funktionieren, wenn sonst alles gleich bleibt. Nehmen wir mal nur zum Beispiel das Bodenrecht. Ja, heute ist es ja so, die Gegner des fließenden Geldes, das Konzept ist ja schon lange bekannt und das hat natürlich auch Befürworter und Gegner. Die Gegner sagen oft, naja, sowas kann ja nicht funktionieren, dann flüchten ja die Leute, die Kapitalanlagen machen, alle in Boden. Die kaufen überall sämtlichen Boden auf und dann werden die Mieten unermesslich teurer und dann nützt das fließende Geld auch nichts mehr. Ne? Und deshalb haben wir da also mal als zweite Komponente in unseren Plan B eingebaut, auch noch ein soziales Bodenrecht. Ich denke, das soziale Bodenrecht, da kann auch der Andreas noch ein bisschen was dazu sagen. Möchtest du kurz? Ja. Was ich aber noch auch für die Zuschauer, wen der Plan B interessiert, und ich kann das nur jedem ans Herz legen, der kann auf www.wissensmanufaktur.net gehen. Da wird das ausführlich nochmal dargestellt. Das ist ziemlich lang, deswegen können wir nicht auf jeden Punkt einzeln eingehen. Die andere Sache ist auch, das bedeutet ja eine komplette, wenn man diesen Plan B umstellen wollte, das würde bedeuten eine totale Umstellung unserer Ökonomie, also quasi eine Neuordnung. Wie realistisch ist es, diesen Plan B in diese starren Strukturen einzubauen? Und wenn man es schaffen würde, wie lange würde das dauern? Also ich habe in meinem Buch Der Währungscountdown darüber geschrieben. Und die Umstellung selbst habe ich einfach mal mit rund 30 Jahren in Beschlag genommen, mal in etwa überschlagen, dass die Umstellung selbst alleine durch die Umstellung eines Bodenrechts in ein soziales Bodenrecht, dann ist es schon wichtig, dass wir an der Stelle noch mal ganz kurz die Punkte angehen, weil das ist nicht beim fließenden Geld bleibt. Und dann ist natürlich eine Frage bei der Umsetzung, es gibt leider keinen Erkenntnisindex der Menschen, weil die Menschen glauben, der Euro wird gerettet. Eine Währung, die gerettet werden muss, ist ja schon gecrasht, um es mal ganz deutlich zu sagen. Eine Währung als Mittel für wirtschaftliche Aktivitäten, die gerettet werden muss,
ist bereits tot. Das muss man ganz deutlich sagen, weil es kann nicht sein, dass wir ein Mittel retten müssen. Es ist absurd, es war vorher mit Ansage gewesen und damit ist das Ding platt. Momentan geht es nur noch darum, die Fallrichtung zu bestimmen. Denn dass der Euro nicht überleben kann, ist ja eigentlich logisch, aber dass man jetzt noch die Fallrichtung bestimmt in eine nachgeordnete neue Systematik, die man wahrscheinlich schon wieder auf dem Plan hat, die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht groß. Ich glaube, es geht momentan wirklich nur um die Fallrichtung. Der Erkenntnisindex oder auch Dummheitsindex der Menschen, ich sage das mal so ein bisschen ganz provokant, ist natürlich sehr, sehr schwer zu kalkulieren. Solange die Menschen das glauben, was man ihnen dort erzählt oder um 20 bis 20.15 Uhr auf dem ARD vorgelesen hat, solange sie das glauben, ist das alles noch auf Dauer durchführbar, bis zur völligen Verelendung im Prinzip. Und dann könnte es sein, dass es sich dann entlädt über einen Crash. Wir sollten uns erst einmal darüber klar sein, würden wir einen Staatsbankrott durchführen, hätte das eine befreiende, friedliche Wirkung für uns alle. Ein Staatsbankrott ist nichts anderes, als dass man ganz normal Konkurs macht. Argentinien hat auch mal Konkurs gemacht vor wenigen Jahren. Und ich habe auf der Landkarte geguckt, es ist immer noch da, das haben sie nicht weggradiert oder gesprengt. Und den Leuten geht es einfach nur wieder besser. Island hat es uns deutlich vorgemacht, wie man die Banken schlicht und ergreifend in die Schranken weist, indem man den Leuten große Teile ihrer Schulden erlässt, damit sie ihre Immobilien nicht verlieren, lässt die Banken einfach pleite gehen. Es passiert ja gar nichts. Das Problem ist der Alternativlosigkeit, die man uns erklärt, bedeutet, dass die Leute glauben, sie würden jetzt ihre, was weiß ich, 3.000, 5.000 oder 10.000 Euro auf der Sparkasse oder auf irgendeiner Bank eben halt verlieren. Das, was sie dort verlieren würden, wer unter 500.000 Euro an Geld verliert, der macht ja trotz alledem noch Vorteile, wenn das System kollabiert, dadurch, dass er im Nachhinein im Rahmen eines vernünftigen Systems alleine die ganzen Zinserträge, die in den Preisen drin sind, nicht mehr zu finanzieren hat. Also das ist ganz wichtig. Das Problem liegt darin, und deshalb bin ich sehr dankbar für deinen Hinweis, sich mit der Thematik erst einmal zu beschäftigen. Weil das Thema, was wir haben, was wir gemacht haben, ist in wenigen Stunden verständlich. 6, 8 Stunden mit Denken kann man es verstehen. Unser derzeitiges System, was ja nachweislich versagt hat, versteht man offensichtlich nicht mal nach 10 oder 12 Jahren Studium. Denn das wird immer noch nicht verstanden, selbst von denjenigen, die es häufig sogar als Experten nach außen tragen müssen oder zu tragen haben, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ich möchte mal kurz auf das soziale Bodenrecht. Viele glauben bei dem Begriff sozialen Bodenrecht, da geht dann so eine Falltür auf, da geht es um Sozialismus und Enteignung. Es geht nicht um eine sozialistische Enteignung, so wie es stattgefunden hat. Die sozialistische Enteignung ist dasselbe wie eine kapitalistische Enteignung, die zurzeit stattfindet. Heute wird das nicht mehr per Gesetz enteignet und per Verjagen, sondern es wird heute eben halt über Zwangsversteigerung im Rahmen des Geldsystems enteignet. Ich will es mal so sagen, niemand von uns ist schuldenfrei. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe ein schuldenfreies Grundstück. Und ich habe gesagt, wie kommst du darauf? Und dann sagen die Leute, ja, also ich habe keine Schulden drauf. Ich sage, gut, wenn du 5 Jahre deine Grundsteuer nicht bezahlst, dann nimmt man dir das Grundstück weg. Ja. Du hast also keine Chance auszusteigen. In unserem Modell sagen wir können den Leuten sagen, du behältst deinen Besitz, du bleibst weiter Besitzer deines Grundstückes mit einem Unterschied. Du zahlst keine Grundsteuern mehr. Du hast keine Kosten mehr. Du wirst nicht auf Gedeih und Verbrechen gezwungen, im System zu bleiben, es sei denn, du willst es. Und wenn wir ein vernünftiges System hätten, wie wir es beispielsweise so erarbeitet haben, glaube ich, wollen es sogar ganz viele. Also das ist schon ganz wichtig, dass man den Zusammenhang versteht. Also, okay? Ich habe auch gehört, du hast ja auch Kritikern, weil es gibt natürlich immer Kritiker, ja, die sagen, ach, das funktioniert doch nicht und solche Gedankengänge, die ihr da produziert habt, das sind ja viele Module, die am Ende zusammenpassen müssen. Ja. Das ganze Puzzle muss irgendwann stimmen. Und ich habe gesehen, dass ihr habt Kritikern die Chance gegeben, die Möglichkeit, jedes Einzelne und das Gesamtwerk zu durchleuchten und euch mitzuteilen, ob es irgendwo einen Fehler gibt, ein Loch im Deck. Ist da jemals etwas gefunden worden, dass man euren Plan B kritisieren kann oder sagen kann, okay, da ist ein Punkt, der wird vielleicht nicht so gut funktionieren? Ja, es gibt viele Kritiken, die sich auf einzelne dieser Punkte beziehen, wie der Andreas ja mit dem Zwei-Komponenten-Kleber gerade schon klargestellt hat. Ja. Das ist eigentlich die häufigste Kritik, die wir bekommen. Zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, da haben wir jetzt heute noch gar nicht drüber gesprochen, sagt man heute, ist nicht finanzierbar. Geht nicht, ne?
Dann sagen wir, ja, natürlich geht es nicht. Nicht in unserem bestehenden System, wo wir alle mit 40% unserer Lebenshaltungskosten erstmal Zinsen abführen müssen, ja, die da in den Preisen versteckt sind. Da geht es nicht. Da stimme ich zu, also solchen Kritiken. Deshalb geht so eine Komponente eben auch nur im Zusammenhang mit vielen anderen. Unser Gesamtwerk an sich hat bisher noch niemand plausibel widerlegt. Also immer nur einzelne Punkte oder auch manchmal hat einer drei dieser Punkte einzeln widerlegt, aber noch nie die alle vier zusammen, die wir da dargestellt haben. Also da warten wir heute noch drauf. Seit einem Jahr, wir haben es ja vor ungefähr einem Jahr veröffentlicht und bisher da noch keine Gesamtwiderlegung bekommen. Und man muss sagen, unser bestehendes System, das ist ja widerlegt. Dass das nicht funktioniert, das sehen wir. Ja. Es ist nicht nur praktisch widerlegt, wie wir es gerade erleben, sondern auch schon von der Theorie her. Ja. Es kann auch theoretisch gar nicht funktionieren. Weil jedes technische System, in das man eine Exponentialfunktion einbaut, darauf ausgelegt ist, am Schluss zerstört zu werden. Und bei uns ist es so, dass es von der Theorie her funktionieren kann, weil wir eine solche Exponentialfunktion nicht eingebaut haben. Von der Praxis her muss es sich natürlich noch bewähren. Ja? Aber wir haben wenigstens einen Vorteil, in der Theorie funktioniert es wenigstens und in der Praxis noch nicht versagt. Also da kommen schon mal zwei ganz gute Voraussetzungen zusammen. Das unterscheidet uns schon, ja. Hat euer System, habt ihr so einen Schutzmechanismus gegen die politische und wirtschaftliche Elite mit eingebaut, dass es hier nicht wieder zu einer Ausbeutung kommen könnte, wenn mal euer System zum Tragen kommt? Ja, wenn ich das kurz. Wir haben eine wesentliche Komponente eingebaut, um genau das zu verhindern, und das ist die freie Presse. Ja? Heute ist es ja so, das ist der wesentliche Punkt, um eben vor elitären Einflüssen auf die Politik zu schützen. Heute ist es leider so, dass jeder Politiker, der im System nach oben kommen will, auf die Gunst der Meinungsmacher angewiesen ist. Und das sind natürlich die, die das entsprechende Kapital auch zur Verfügung haben. Und man muss eben mitspielen im System, um da seinen lukrativen Posten zu ergattern. Und daher ist es unsere wesentliche Komponente. Also wir sagen gar nicht, man muss am Wahlrecht hier und da noch was feilen und hier vielleicht dafür sorgen, dann noch die 5%-Hürde oder solche Kleinigkeiten. Wir sagen einfach, wenn die Presse wirklich frei wäre, sodass eben nicht gewisse Geldeinflüsse dafür sorgen, dass die Politiker beliebt werden sollen, die dem System dienen, dann können wir auf die Weise tatsächlich auch unser System absichern, dass irgendwo wieder jemand dann so ein verzinstes Geldsystem wieder durchdrücken will, wie es halt in der Geschichte schon immer wieder passiert ist. Was ratet ihr eigentlich der Eurozone? Ein Ende mit Schrecken oder Rettung? Also das Ende mit Schrecken läuft ja und zieht sich über Jahre mittlerweile. Also es ist ja Ende. Es ist ja nicht so, dass es darum geht, das Ende zu vermeiden, sondern es geht nur darum, das Ende zu verzögern. Es braucht gar kein Schrecken sein. Wenn wir einmal vernünftig über die ganzen Dinge debattieren, werden wir feststellen, dass es den Griechen vor dem Euro wesentlich besser ging und uns auch. Es macht einfach nur keinen Sinn, wenn wir völlig verschiedene Regionen haben. Das Problem ist, man hat ja hier auch ein Meme gesetzt, also ein Dogma gesetzt, das national negativ belegt ist. Ich rede schon immer von regional. Das klingt dann nicht ganz so schlimm für die Leute, weil da laufen ja immer irgendwelche Mechanismen im Kopf ab. Dass wir regional verschiedene Menschen haben. Wir haben zum Beispiel viele verschiedene Völker in Deutschland. Der Badener will schon wieder anders sein als der Schwabe, und das darf man auf keinen Fall verwechseln, und der Düsseldorfer und den Kölner und so weiter. Das heißt, es gibt offensichtlich verschiedene Mentalitäten. Aber noch größer sind die Mentalitäten, wenn man sie mal europaweit sieht. Wenn man sich einen Malteser, wenn man sich einen Griechen beispielsweise zusammenstellt mit einem Kieler Werftarbeiter. Die ticken schon mental anders. Und wir brauchen eben halt bei einer Währung, das ist wie ein Maßanzug, der muss eben halt individuell auch passen zur jeweiligen Person. Wir können keinen Maßanzug machen und sagen, der passt für dicke, dünne, große und kleine. Dann passt das irgendwie. Der eine fällt raus und der andere, den platzen die Knöpfe weg. Das funktioniert einfach nicht. Und das sehen wir ja, dass das nicht geklappt hat. Deshalb glaube ich, wenn wir mit den Regionalprinzipien wieder anfangen, das heißt die Regionalität im positiven Sinne wiederentdecken, dass wir dann auch mehr auf die Menschen auch reingehen können und dann vor allem auch transparent. Denn wenn wir in regionalen Strukturen denken, können wir Transparenz. Wenn dort einer dabei ist, der alle Menschen ausbeutet, das fällt ja auf in einer kleinen Gruppierung.
Bei solchen großen Systemen, wie wir sie jetzt haben, denken wir an diese ganze Wucherung, die wir Eurozone nennen, denken wir an die EU-Parlamente, sogenannte Parlamente, wo angeblich Abgeordnete sind, wobei die sind gar nicht abgeordnet. Ja, die sind ja eigentlich nur bestimmt worden, um als Lobbyvertreter eben halt gegen die Interessen der Völker zu arbeiten. Die EU arbeitet ja gegen die europäischen Völker, diese EU-Kommission, die dort ist. Die arbeitet niemals im Interesse der Bevölkerungen, denn sonst hätten wir nicht so viele Tafeln in Deutschland und so viel Armut in Griechenland. Dann würden sie ja etwas für die Völker tun und nicht dagegen. Sie werden also ihrer Aufgabe gar nicht gerecht. Und ich glaube, wenn die Menschen das langsam mehr verstehen, dass es durchaus Alternativen gibt, also kurze Frage, ein kurzer, knackiger, aber kontrollierter Crash würde uns völlig entspannen. Es bräuchte nichts kaputt gehen und alle wären frei und alles wäre völlig logisch. Es wäre ganz schlüssig. Wir müssen nur die Angst davor zu verlieren, die man uns indoktriniert. Oh Gott, Crash, alles geht runter, deine Sparguthaben sind weg und so weiter. Das, was man verliert, ist wenig gegenüber dem, was man gewinnt, falls man überhaupt was verliert. Aber das ergibt sich auch, wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt, intensiver. Gut, eins ist klar, so wie es ist, fährt es gegen die Wand. Also der Crash kommt, dann lieber kontrolliert kurz als lang mit vielen Verlusten. Auch eine persönliche Frage an dich, Andreas. Du lebst in Kanada? Mhm. Du bist kanadischer Staatsbürger? Ich bin Permanent Resident und lebe dort in Kanada an der Ostküste. Warum? Ich habe damals für mich gemerkt, dass ich natürlich hier in Deutschland nicht nur auf Gegenliebe stoße mit meinen ganzen Thesen. Und das oft sogar bei den Menschen, für die ich das eigentlich mit tue, die von dem System betroffen sind. Aber dadurch, dass wir eben halt so durchmanipuliert sind, ich will mich dort nicht auf eine Ebene des Missionars bringen. Das war mein Problem. Missionare haben die Angewohnheit, ihre zu Missionierenden als Untermenschen zu bezeichnen, ja, als minderwertiges Material. Das ist das Problem bei Missionären. Das muss man sich klar machen. Finger weg von Missionären. Aber ich war Freidenker und habe gerne mein Weltbild dargestellt und habe dann festgestellt, dass viele Leute gemeint haben, ich will ihnen den Boden wegnehmen, was Blödsinn, ich will nur, dass sie ihren Boden behalten. Dafür will ich sorgen. Ich möchte ein Schwundgeldsystem, wo ich sage, das ist Blödsinn, ich will, dass sie kein Schwundgeldsystem mehr haben, sondern Kalkulation. Ich möchte eben halt, dass sie niemals in eine Verelendung fallen können durch ein bedingungsloses Grundeinkommen statt eines bedingungslosen Spitzeneinkommens. Und ich möchte gerne eine freie und transparente Presse im Rahmen auch von Regionalprinzipien. So, und diese ganzen Dinge führen natürlich dann dazu, dass das so immer das Gegenteil eigentlich von dem ist, was wir so lernen mussten, was wir zu lernen hatten. Das hat ja nichts mit eigenen Erfahrungen zu tun, sondern das ist ja oktroyiertes Lernen, dass dann auch der Druck manchmal größer wurde und man braucht manchmal einfach nur ein bisschen Zeit, um auch rauszukommen. Und ich habe dann tatsächlich dieses Land für mich ermittelt, wo ich lebe in Cape Breton, als das für mich das sicherste Land der Erde. Das war tatsächlich mein Anspruch. Und ich habe überlegt, wo könnte ich hingehen und hatte dann mehrere Orte, unter anderem auch Novosibirsk, aber das war mir zu kalt. Und dann habe ich gedacht, okay, in Cape Breton, das fand ich ganz spannend. Und dann bin ich dort eben halt hin und habe mir dann dort eben halt ein kleines Refugium zugelegt, auf das ich zurückgreifen kann. Und warum das sicher ist, das hängt an vielen Faktoren zusammen. Das ist einmal die Naturseite. Wir haben relativ keine Naturkatastrophen, keine Erdbeben, keine Vulkane und so weiter. Ich halte die Kriegsgefahr für außerordentlich gering, weil wir sind dicht genug an New York. Und in New York sitzt ja bekanntlicherweise eine große Gruppe der Elite. Und ich glaube deshalb, dass es in New York niemals irgendwelche Probleme, irgendwelche Anschläge oder Kriege geben wird. Also gut, also unter normalen Bedingungen nicht, es sei denn, es passt. Aber insofern sind wir davon relativ unbetroffen. Wir sind weit genug weg, aber nah genug dran. Ich halte die Nähe zur USA als hohen Sicherheitsfaktor. Rechnest du hier in Europa mit solchen Katastrophen? Ich will das so nicht sagen. Es gibt verschiedene Gebiete, in denen man wieder neue Inszenierungen bringen könnte. Wir sehen ja, Teile und Herrsche ist ja eigentlich auch ihr streitet, ich herrsche. Das ist ja eigentlich das System, was dahinter steht. Das heißt immer, vor jedem, das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Aber die Wahrheit stirbt längst vor jedem Krieg, indem man zum Beispiel Leute gegeneinander auflügt. Ja, also die Griechen und die Deutschen werden ja beide belogen, damit sie gegeneinander denken statt miteinander und sie merken nicht, dass sie beide zur selben Opfergruppe gehören. Wir sehen es in Deutschland schon untereinander, die Linksextremisten und die Rechtsextremisten sind ja dieselbe Gruppierung. Die haben noch gar nicht verstanden, dass sie sich zusammentun sollten und ihren Extremismus nur noch ablegen und dann haben sie wieder freie Bahn und können sich frei entfalten und vielleicht konstruktiv tätig werden. Das sind eben halt die Parameter, die wir aufgenannt bekommen, dass wir eben halt statt von oben und unten oder von
fleißig nach Reich eben halt mit links und rechts argumentieren. Was soll das Ganze? Und solange wir das nicht hinbekommen, wird es eng werden. Und aus diesem Grunde schließe ich zum Beispiel bürgerkriegsähnliche Unruhen natürlich nicht aus. Ich meine, man macht da nicht umsonst kurzfristig mal bestimmte gesetzliche Rahmenbedingungen, um die Bundeswehr auch mal intern einzusetzen. Das fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Also offensichtlich merkt man ja, worum es geht. Und vielleicht noch ganz kurz an der Stelle. Wir sehen ja, wo die Machtsysteme sind. Wenn in Berlin demonstriert wird bis zum Umfallen, passiert relativ wenig. Aber wir haben es im Mai erlebt, ich war zu der Zeit in Kanada. Im Mai ist ja in Frankfurt Bambule gewesen, wo die Occupy in Frankfurt plötzlich auftauchte und plötzlich war die Bundeswehr da. Offensichtlich wurde hier deutlich, wo die Regierung sitzt. In Berlin passiert nichts, aber wenn man im Regierungsviertel ist, und das scheint offensichtlich in Frankfurt zu sein, ja, da fährt man schon ziemlich großes Programm. Ich bin aus der Gegend, ich kann das bejahen. Gut. Noch eine Sache, ich bin eine regelmäßige Leserin der Wissensmanufaktur und habe festgestellt, dass in den letzten Wochen sich doch wenig auf euren Seiten tut. Hat das einen Grund? Es ist eigentlich fast nichts passiert in den letzten Wochen oder Monaten jetzt auf der Ursachenebene. Ein paar neue Symptome sind aufgetreten. Ja, jetzt haben wir eben diesen ESM bekommen oder eben den Schießbefehl, wenn man es schon, also die Vorbereitung zumindest. Aber das sind eben Traum, die, das ist natürlich, ist schlimm, ja, aber es steht eigentlich schon in den Dingen, die wir geschrieben haben. Und man muss jetzt eigentlich nur noch wissen, wo man lesen muss, ne? Aber wir haben in den letzten Jahren so viele Veröffentlichungen gemacht, in denen das steht. Man muss eigentlich nur noch den richtigen Hinweis liefern, wo man jetzt nachlesen muss, und da hat man es dann wieder. Und von dem her haben wir jetzt eigentlich uns erstmal auch wieder ein bisschen zurückgezogen, was jetzt die neuen Veröffentlichungen betrifft. Und werden jetzt vielleicht auch ab und zu mal wieder anhand von solchen Ereignissen darauf hinweisen, wo wir es schon gesagt haben. Denn wenn man diese Ursache mal verstanden hat, es geht uns ja auch so, wir schauen eigentlich kaum noch wirklich Nachrichten an. Also höchstens mal, um zu sehen, was man den Menschen wieder sagt. Ja. Aber wir kriegen da nichts Neues gesagt. Es ist immer das Gleiche, was gesagt wird. Irgendeine Gruppe wird gegen die andere Gruppe aufgehetzt. Ja. Aber es kommt ja nichts Neues wirklich. Es sind nur noch Symptome, die wir schon lange beschrieben haben in unseren Werken, die wir in den letzten Jahren veröffentlicht haben. Und deshalb sehe ich da keine Notwendigkeit, immer auf alles zu reagieren, was aktuell durchs Dorf getrieben wird. Sagen wir mal, ich bin hier Zuschauer, höre mir das an, gehe mal auf die Seite und beschäftige mich mal mit eurem Plan B und stelle fest, wow, das Ding, das klappt, das wuppt, da will ich mitmachen, da will ich helfen, das umzusetzen. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Als Einzelner? Erstmal als Einzelner. Ich als Zuschauer sage, das gefällt mir, die Jungs finde ich klasse, das System finde ich toll, die Idee ist spitze, da will ich mitmachen. Ja, schön, das ist, die Frage wird uns oft gestellt. Und wir haben die teilweise schon beantwortet, aber ich kann das auch gerne mal noch ein bisschen ausführlicher machen. Also es geht zum ersten Mal darum, dem bestehenden System seine persönliche Energie zu entziehen. Da haben wir auch mal 10 Punkte aufgelistet. In meinem Werk Steuerboykott sind die mal noch niedergeschrieben. Da steht drin, wie man auf friedliche Weise, also ohne Gewalt, ohne sich anzulegen, dem System schon mal sehr viel Energie entziehen kann. Jeder Einzelne ein bisschen. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, das hat Friedrich Schiller mal gesagt, die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Und das ist so meine Vision, dass jeder so ein bisschen rausgeht aus dem System, dass am Schluss eine leere Hülle letztendlich bleibt. Da macht keiner mehr mit, aber das funktioniert für die, die ausgestiegen sind, trotzdem dann hervorragend, weil sie sich schon neu organisiert haben. Da gibt es ein schönes Beispiel mit dem Schmetterling, und also mit der Raupe, die zum Schmetterling wird. Vielleicht hat das schon mal jemand gehört. Also es ist ja so, nein, dass... ich meine jetzt den Zusammenhang auf unser bestehendes System. Bei der Raupe ist es ja so, wenn diese Schmetterlingzellen sich bilden in der Raupe, da werden die ja bekämpft am Anfang. Die haben auch keine Chance, einzeln. Also die werden alle niedergekämpft von den Abwehrzellen der Raupe. Aber irgendwann fangen diese Zellen an, Cluster zu bilden. Das heißt, die vernetzen sich miteinander. Also übertragen jetzt auf unsere Welt wäre das, wenn man sich so zu Tauschringen beispielsweise zusammenschließt.
Und dann gibt es einen gewissen Moment, da nimmt es dann exponentiellen Verlauf an. Diese Cluster können nicht mehr bekämpft werden und es dauert nicht mehr lange und am Schluss ist der Schmetterling da. Ein ganz neues System. Aber nochmal, wenn ich zu eurem Cluster gehören möchte, dann befolgst du bitte so viel, wie für dich jetzt möglich ist, in deinem persönlichen Umfeld. Also wir haben da 10 Punkte aufgestellt. Und such dir aus, was du machen kannst. Mach bei dem mit, was für dich persönlich passt. Wer in einer Großstadt lebt, hat andere Möglichkeiten als jemand, der auf dem Land lebt. Und wenn du einfach aussuchst, dass du ein bisschen mitmachst, dann genügt das, und es auch verbreitest, dass noch mehr Menschen mitmachen, dann genügt es, um dem System so viel Energie zu entziehen, dass es nicht mehr weiter wächst. Und das reicht schon aus. Wenn dieses System, was wir haben, nicht weiter wächst, dann müssen wir uns eine Alternative zulegen. Und es reicht aus, wenn du zum Beispiel 10% deiner Lebensgewohnheiten umstellst und noch ein paar Leute dazu bringst, sie auch umzustellen, dass dieses Wachstum nicht mehr stattfindet. Und wir dann in eine Lage kommen, wo Plan B in Kraft treten muss, weil es ganz einfach dann anders gar nicht mehr geht. Okay. Vielleicht noch ganz kurz. Es geht auch manchmal darum, Gleichgesinnte zu finden. Die Menschen, die alternativ unterwegs sind, so wie wir, sind sehr oft einsam. Ich mache ja regelmäßig im Februar zum Beispiel 2013 ist das nächste Seminar wieder in Kanada, wo wir dann eine Woche mit 25 Leuten ungefähr in deutschsprachig ein Seminar machen, komplett in Kanada, wo wir dann ganz tief in die Themen einsteigen. Und ich merke immer, wie die Leute aufblühen, aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt mit Gleichgesinnten zusammenkommen. Jeder Mainstreamer wäre dort völlig fehl am Platze. Und das macht natürlich dann unglaublich viel Freude und motiviert. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, zu versuchen, auch Gleichgesinnte zu finden. Wenn man dazu Schwierigkeiten hat, wir hatten zum Beispiel eine Gesellschaft gegründet, die heißt Neues Geld, eine gemeinnützige Gesellschaft, die sitzt in Leipzig. Wir haben dort im Juni eine Großveranstaltung gemacht mit 2000 Zuschauern, wo wir also das Thema Geld, fließendes Geld, also eine der Komponenten mal dargestellt haben. Und dabei immerhin 2000 Zuschauer zu mobilisieren, ist toll. Und dort haben... Das ist immens. Das ist immens und das ist nur ein Thema. Ja. Und dann haben wir dort auch eine kleine Gruppierung ins Leben gerufen, wo man sich einfach melden kann. Man geht auf die Seite Lust auf neues Geld mit -.de, es findet man aber unter Neues Geld GmbH auch, und kann, das ist eine gemeinnützige Gesellschaft, und kann dort einfach mal über seine Postleitzahl auch mal versuchen zu ermitteln, mit Gleichgesinnten zusammenzukommen, um dort eben halt auch vielleicht so kleine, wenn das nur so kleine, wie nennt sich das hier, in den Stammtischen, in kleinen Stammtischen zusammenzusitzen und so weiter und sich dann automatisch zu vergrößern, indem man sagt, okay, jeden zweiten Dienstag treffen wir uns dann, da läuft nichts im Fernsehen und da können wir dann gemeinsam dort sitzen und können uns mal über was Vernünftiges unterhalten. Das reicht manchmal schon aus. Ja, wir dürfen nicht vergessen, es sind ja auch Suchtfaktoren der Menschen. Das sind Deutschland sucht den Superstar und was da so alles an intellektuell hochwertiges Material da so verbreitet wird über unsere Massenmedien. Es ist natürlich schon dramatisch und ich glaube, viele Leute würden auch sehr, sehr schnell ihre Kreativität wiederentdecken. Das sehen wir daraus, wenn man spricht über jemanden über das bedingungslose Grundeinkommen und sagt, okay, dann arbeitet ja keiner mehr, ist die erste Reaktion und alle würden ja nur noch zu Hause sitzen bleiben und das ist nicht finanzierbar. Wenn man aber weiterfragt, sagt jeder, also ich würde natürlich noch mehr machen, schon, aber nur das, was mir Spaß macht. Und das Problem ist ja einfach, dass wir heute die wesentlichen Faktoren, die wesentlichen wichtigen Arbeiten mittlerweile untergebuttert haben, zulasten eines Investmentbankers, der zum Beispiel andere Leute Geldgassi führt. Und das sind natürlich Leute, die belasten eigentlich mehr die Wirtschaft, nicht als Personen, die machen auch nur ihren Job. Aber wenn zum Beispiel eine Altenpflegerin in Stuttgart zum Beispiel arbeitet und kann sich nicht mal eine Wohnung in ihrem eigenen Ort leisten, weil ihre Arbeit, die wirklich elementar wichtig ist, irgendeiner hat mal gesagt, stellt euch mal vor, morgen würden alle Polizisten, alle Feuerwehrleute, alle Krankenschwestern und so weiter tot umfallen oder alle Investmentbanker, wem würdet ihr wirklich vermissen? Ja. Und das ist schon genau die richtige Frage. Wir müssen vielleicht wieder lernen, was ist sinnvoll und was ist sinnlos. Und das sind unglaublich wichtige Themen, die dann auch wiederum neue Viren im Positiven sind. Viren sind nicht nur negativ, die können auch erweitert als Tool, weil Ideen gebären neue Ideen. Wir haben gelernt, auch Virus was Negatives. Und dann kann man ganz viel erreichen. Und irgendwann vernetzen die sich bis hin zur Clusterbildung. Und dann ist es, glaube ich, nicht mehr zu boykottieren. Moral, Ethik und soziale Kompetenz sind sicherlich drei Punkte, die verloren gegangen sind und die es heißt, wiederzuentdecken und daran zu arbeiten. Ich danke euch vielmals
ja, ein Stück weit mitzuhelfen, die Welt zu retten. Und liebe Zuschauer, die Wirtschaft und Politik macht sich Gedanken über die Rettung von Banken und Staaten. Dabei scheinen sie die Probleme wie Altersarmut, Perspektivlosigkeit unter Jugendlichen und den Hunger in der Welt zu vergessen. Es scheint, als würde Moral und Ethik keinen hohen Stellenwert haben, sondern nur selbstgefällige Lösungen, an denen sich die Mächtigen bereichern. Denken Sie bitte einmal darüber nach. Vielen Dank.